Hallo, André hier. Heute möchte ich über einen Klassiker sprechen. Ja, es ist ein Zeichentrickfilm. Und dieser Zeichentrickfilm stammt von einer sehr, sehr alten, bekannten TV-Zeichentrickserie. Ja, es ist eine Zeichentrickserie aus den 80ern. Und die hieß oder heißt Masters of the Universe. Ja, ist ein Klassiker. Ein Klassiker, gut gegen böse. Ja, He-Man gegen Skeletor. Ja, ich bin der Meinung, diese Serie kam hier in Deutschland. Ja, in Deutschland kam die raus. 82 oder 83 bin ich der Meinung. Und später gab es zu der Zeichentrickserie Masters of the Universe auch einen Kinofilm. Einen Zeichentrick-Kinofilm. Ja, dieser Kinofilm kam erst raus in Amerika. Am 22. März 1985 kam der in Amerika raus. Und erst über ein Jahr später kam er in Deutschland raus. Das war am 11. Dezember 1986 kam er in die westdeutschen Kinos. Damals war noch West- und Ostdeutschland. Ja, Deutschland war noch getrennt. Ja, Ostdeutschland bin ich der Meinung, keine Ahnung, das ist, denke ich mal, nie rausgekommen. Ja, aber in Westdeutschland kam er 1986 raus. Das ist dieser Film. Ja, der Film zur TV-Serie Master of the Universe, The Secret of the Sword. Ja, ich habe hier die englische Version von dem Film. Ja, in Deutschland heißt er Das Geheimnis des Zauberschwertes. Ja, das ist die Übersetzung hierfür. The Secret of the Sword, Das Geheimnis des Zauberschwertes. Ja, hier sind die alle drauf. He-Man, Skeletor, der Bösewicht, die Zauberin von dem Schloss. Ja, Castle Grayskull und She-Ra. Ja. Zu der Geschichte in dem Film. Ja, zu der Geschichte, zu der Story in dem Film. Da sind zwei Planeten. Ja, Eternia, wo Adam, Prinz Adam oder He-Man lebt. Und dann es gibt auch noch einen anderen Planeten. Ja, der heißt Eteria. Nun, Adam, Prinz Adam oder He-Man, ja, ein und dieselbe Person, wird ins Zauberschloss gerufen von der Zauberin von Castle Grayskull und er bekommt ein Schwert. Und sein Auftrag ist, zu den Planeten Eteria zu reisen und den Besitzer oder Besitzerin des Schwertes ausfindig zu machen. Ja, denn er reist nach Eteria und er bekommt auch gleich Ärger da mit der wilden Horde, ja, mit Hordak, das ist da der Bösewicht auf Eteria und ja, es kostet ihn einige Mühe, ja, das Schwert der richtigen Person zu übergeben oder zu geben und später stellt sich heraus, dass diese Person, ja, He-Mans Zwillingsschwester ist. Ja? Denn später sind das He-Man und She-Ra. Ja? Prinz Adam ist die Zwillingsschwester von Edora. Ja? Das ist die rechtmäßige Besitzerin des anderen Schwertes. Und wenn sie sich dann verwandeln, ja, ist das dann He-Man, einmal hier, und She-Ra. Ja? Dann ist He-Man der Zwillingsbruder von She-Ra. Ein sehr, sehr guter Film. Ja. Der Film, es ist wirklich wert, ja, dass man ihn ansieht, dass man ihn guckt. Sehr guter Film, The Secret of the Sword, Das Geheimnis des Zauberschwertes. Ja, wie ich schon gesagt habe, ein Klassiker, der basiert auf der TV-Serie, der Zeichentrickserie Masters of the Universe. Ja. Ist auch gar nicht teuer, ja, zu bekommen. In Deutschland weiß ich, dass er da ein bisschen teurer ist. Da ist er nicht so einfach zu bekommen. Aber ich habe diese Kopie, diese DVD habe ich in London gekauft. Und was habe ich dafür bezahlt? 10 oder 11 Pfund. Ja, günstig. Ich denke mal, in Deutschland ist er etwas schwieriger zu bekommen. Und ist auch etwas teurer. Leute, ja, wenn ihr die Serie mögt, Masters of the Universe, He-Man, ja, seht euch diesen Film an. Er geht 1,5 Stunden.
Ja, ein super Film. Ja, ich finde ihn sehr gut. So, das war's von mir heute. Ja, und ja, wir sehen uns, oder ihr seht mich, beim nächsten Mal. Ja, das Video habe ich diesmal in Deutsch gemacht, in meiner Muttersprache. Ja, weil ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, ja, wo ich noch ein Kind war. Deswegen das Ganze heute mal in meiner Muttersprache, meiner Heimatsprache auf Deutsch. Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut und reinhauen.